Wir mussten Zeuge werden eines schlimmen Anschlags auf die Bundeswehr in Afghanistan. Ein Soldat ist getötet worden, viele verletzt. Das zeigt, dass dieser Einsatz gefährlich ist. Das zeigt, dass wir alles daran setzen müssen, dass die Soldaten den höchstmöglichen Schutz, die bestmögliche Ausstattung, die bestmögliche Ausbildung haben. Da gibt es noch einiges zu tun. Wir müssen vor allem aber an die Familien denken, die es jetzt in diesen schwierigen Stunden aushalten müssen, die viel Kraft und Geduld brauchen, die aber vor allem in den nächsten Jahren auch noch unseren Beistand brauchen.